Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Leutnant Sanders. Lutherford. Was für eine Überraschung, Sie wiederzusehen. Kommen Sie doch zu uns an den Tisch, wenn Sie keine andere Verabredung haben. Ich bin hier verabredet, aber ich bin etwas früh dran. Danke. Ihr bitte. Wenn Sie erlauben. Bedienen Sie sich. Ich setze mich gerne ein paar Minuten zu Ihnen. Dankeschön. Aha. Weißwein? Also, James, das ist Flugkapitän Sanders. Ich hätte ihn beinahe nicht erkannt in der Uniform. Freut mich. Mein Freund James war 2 Jahre mit mir am College. Also, man, es ist wirklich unwahrscheinlich, wie sehr Kleider Leute machen. Oh. Und Uniformen wohl ganz besonders. Ja. Ich weiß nicht, waren Sie damals im Punch-Up, als die Geschichte mit dem Flugzeug passierte? Dass die letzte Gruppe von Engländern nach Peshawar evakuieren sollte. Oh. Nein, ich bin ein paar Wochen vorher schon abgereist. Aber ich habe davon gerüchteweise gehört. Aha. Ein Einheimischer in britischer Fliegeruniform hat die startklare Maschine als Pilot bestiegen und ist auf Nimmerwiedersehen mit ihr und den Insassen verschwunden. Wieso ist er eigentlich ungehindert in die Pilotenkanzel gelangt? Ja, wovon wir eben gesprochen haben, die Montur, der Zauber der Uniform. Der Bursche hatte ganz einfach die richtige Uniform an. Aber was ist der Sinn der ganzen Sache? Ich meine, warum hat der Mann das Flugzeug entführt? Gibt es dafür einen Anhaltspunkt? Also in Ermangelung einer besseren Erklärung hat man angenommen, dass Lösegeld erpresst werden sollte. Na, immerhin waren ja der königlich-britische Konsul und sein Stellvertreter an Bord. Ist eine Lösegeldforderung eingetroffen? Nein, eben nicht. Es wird daher vermutet, dass die Maschine irgendwo in den Bergen und Schluchten des Himalaya abgestürzt ist. Sie sagten, der Konsul sei an Bord gewesen. Ich hatte einen Schulfreund, der hieß Conway, der Konsul im Punch-Up war und von dem ich seit langem nichts mehr gehört habe. Ja. Es war tatsächlich Conway. Ich wusste gar nicht, dass du ihn auch noch gekannt hast. Doch, er war noch da, als ich ans College kam, ist aber bald danach eingerückt. Er machte einen fabelhaften Eindruck auf mich und er war ungemein hilfsbereit. Das habe ich bei der Evakuierungsoperation miterlebt. Von der Evakuierung habe ich damals ziemlich viel in den Zeitungen gelesen. Irgendwelche Bergstämme drohten da wieder einmal ein paar Orte zu überrennen, glaube ich. Aber von Conways Tod habe ich kein Wort gehört. Oh, Entschuldigung. Betsy, hallo. Da bist du ja. Tja, dann entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Wir haben vollstes Verständnis. Schade um Conway. So kurz ich ihn auch gekannt habe, ich habe ihn immer sehr gemocht. Conway ist nicht tot. Zumindest hat er vor wenigen Monaten noch gelebt. Ich habe ihn vor 1 Jahr getroffen. In einem Missionsspital in Zentralchina. Sein körperlicher Zustand war nicht schlimm, aber er litt an völligem Gedächtnisschwund. Totale Amnesie? Interessant. Kommt euch das selten vor? Ja, ich weiß, dass du dich mit derartigen Störungen besonders beschäftigst. Ich habe dein letztes Buch darüber gelesen. Du liest medizinische Fachliteratur als Reiseschriftsteller? Ich lese medizinische Werke, wenn der berühmte Autor ein alter Schulfreund ist. Und wenn sie mich überdies einem Geheimnis auf die Spur bringen können. Welchem Geheimnis? Dem Geheimnis von Shangri-La. Ist das der Name eines Menschen? Es ist der Name eines Ortes. Shangri-La liegt im Tal des Blauen Mondes, irgendwo in Tibet. Conway war dort. Er hat dort sein Gedächtnis verloren? Nein. Erst danach, als er das Tal verlassen hatte. Er hat die Erinnerung später wiedergefunden. Und wenn ich Conway nicht so gut gekannt hätte,
Und wenn nicht all die Umstände vorher und nachher genau zu dem passten, was er mir erzählt hat, ja, dann könnte man meinen, Shangri-La und das Tal des Blauen Mondes seien ein Fantasiegespinst. Am 20. Mai 1931 trafen weisungsgemäß aus Peshawar Flugzeuge ein, um die Europäer zu evakuieren. Es waren ungefähr 80 Personen und die meisten wurden heil und sicher in Truppentransportflugzeugen über das Gebirge gebracht. Auch andere Maschinen verschiedener Bauart wurden verwendet, darunter ein Kajütenflugzeug, das der Maharaja von Chandapur geliehen hatte. Etwa um 10 Uhr Vormittag bestiegen es 4 Passagiere: Miss Roberta Brinklow von der Fernostmission, Henry D. Barnard, amerikanischer Staatsbürger, Captain Hugh Conway, königlich-britischer Konsul, und Charles Mallinson, königlich-britischer Vizekonsul. Sie waren schon über eine Stunde geflogen, als Mallinson sagte, er glaube, der Pilot halte keinen geraden Kurs. Mallinson, der ganz vorn saß, war ein junger Mensch Mitte 20, mit rosigen Wangen, intelligent, ohne ein Intellektueller zu sein, mit allen Beschränkungen, aber auch allen Vorzügen englischer Internatserziehung. Sagen Sie, Conway, wer fliegt eigentlich diese Maschine? Der Mann im Cockpit ist doch nicht Fenner. Dann wird Fenner eben mit einem anderen Piloten getauscht haben. Jedenfalls kann der Bursche hervorragend fliegen. Das hat man gleich beim Start bemerkt. Aber er hat sich trotzdem verflogen. In dieser Richtung kommen wir niemals nach Peshawar, sondern immer tiefer in die Berge. Es scheint, als hätten Sie recht, Mallins. Auf dieser Route kommen wir nicht nach Peshawar. Ich kenne die Gegend in weitem Umkreis, aber diese Landschaft habe ich noch nie gesehen. Und was wollen Sie nun dagegen unternehmen? Sagen Sie ihm doch, dass Sie ein hoher Regierungsfunktionär sind und dass er so mit uns nicht umspringen kann. Entweder der Mann hat sich verflogen, dann hilft ihm dieses Wissen auch nichts. Oder er weiß genau, wohin er will. Dann weiß er vermutlich auch, wer hier an Bord ist. Aber das kann doch nicht ewig so weitergehen. Warum schlagen wir nicht die Glasscheibe ein und zwingen ihn zum Kurswechsel? Weil er erstens eine Pistole hat. Aber wir sind immerhin 3 gegen 1. Und weil er zweitens der Einzige ist, der fliegen und hoffentlich auch landen kann. Also, ich bedauere eigentlich nur, dass wir keine Spielkarten bei uns haben. Wir wären gerade 4 zu Bridge. Ich weiß nicht, ob Miss Brinklow spielen würde. Oh, doch, doch. Ich spiele Bridge. In der Bibel steht kein einziges Wort gegen das Kartenspiel. Einem Spielchen steht also nichts im Weg als die Tatsache, dass wir keine Karten haben. Und Landkarten haben wir auch keine. Festzustellen, wohin uns dieser Irrsinnige eigentlich entführt. Ich möchte wetten, dass dies eine Entführung ist, um Geld für unsere Freilassung zu erpressen. Es wäre denkbar. Also, ich weiß nicht recht, wer für mich Lösegeld zahlen soll. Jedenfalls ist es Gottes Wille, dass wir uns hier befinden. Und irgendwo werden wir Menschen treffen, denen man sein Wort verkünden kann. Sie waren eingeschlafen, einer nach dem anderen. Doch plötzlich wurden sie alle durch einen Ruck des Flugzeuges geweckt. Conway stieß mit dem Kopf gegen das Fenster und war einen Augenblick lang betäubt. Ein neuerlicher Stoß warf ihn in den Gang zwischen den Sitzen und ließ ihn dort halt zu. Es war jetzt viel kälter. Er hatte die Ohren erfüllt von einem lauten, klatschenden Geräusch, das er zuerst für Einbildung hielt, bis er merkte, dass der Motor abgestellt worden war und das Flugzeug einem Sturmwind entgegenraste. Dann spähte er durchs Fenster und erblickte die Erde ganz nahe. Undeutlich und schneckengrau jagte sie unter ihm dahin. Plötzlich berührte das Flugzeug den Boden. Etwas knirschte und brach und der Luftreifen eines Laufrades platzte. Ist jemand verletzt? Dank der Nachfrage.
Nein. Nein. Verletzt nicht da. Sehen Sie sich doch mal an, wo wir hingeraten sind. Rund um nichts als Felsen. Eine Maschine ist hoffnungslos kaputt, wenn Sie mich fragen. Wir sind hier am Ende der Welt und wie wir von hier wegkommen, weiß der Himmel. Ganz recht, junger Mann. Der Himmel weiß es. Vielleicht weiß es auch der Pilot. Den Kerl werde ich mir gleich mal vornehmen. Geben Sie Acht, Melanson. Er hat eine Pistole. Conway, das ist seltsam. Der Kerl rührt sich nicht. Muss ohnmächtig geworden sein. Ich nehme ihm jedenfalls die Pistole weg. Tragen wir ihn ins Freie. Ich fürchte zwar, dass wir ihm nicht mehr helfen können, aber wir wollen es versuchen. Ja. Ich habe da etwas in meiner Handtasche. Vielleicht hilft ihm das. Cognac. Genau das, was wir brauchen. Ich rühre sowas natürlich nicht an, aber ich habe es immer für Unglücksfälle bei mir. Und das ist ja wohl ein Unglücksfall. Das kann man wohl sagen. Und mehr noch, eine gottverdammte Katastrophe ist das. Das Herz schlägt ganz schwach. Aber vielleicht bringen wir ihn doch durch. Nach etwa einer Stunde schlug der Mann die Augen auf und begann mühsam und stoßweise zu sprechen. Nur Conway verstand seine Sprache, fragte und antwortete zuweilen. Aber bald wurde der Pilot zusehends schwächer, verstummte und lag tot da. Er hat nur wenig gesagt. Ich habe nicht alles verstanden. Aber es soll eine Klostersiedlung, eine Lamaserei in diesem Tal geben. Und dort können wir Lebensmittel und Unterkunft finden. Sie soll Shangri-La heißen. Shangri-La? Haben Sie den Namen schon jemals gehört, Conway? Nein, ich weiß nur, dass La tibetanisch Gebirgspass bedeutet. Kannst du meinen, wir sollten diesem Verrückten glauben und tatsächlich dorthin marschieren? Es ist unsere einzige Chance. Sie haben die Landschaft gesehen, die wir überflogen haben. Ein menschenleeres, unfruchtbares Hochgebirge. Wir müssen Menschen finden. Und dafür haben wir jetzt zumindest einen Hinweis. Aber wenn das alles eine Falle ist. Eine hübsche, warme Falle mit einem schönen Stück Käse oder Speck drin. Für mich wäre das jetzt genau das Richtige. Wir sind uns also einig. Marschieren in Richtung auf die Lamaserei. Und wenn man uns dort ermordet? Soweit ich weiß, ist noch selten jemand in einem buddhistischen Kloster umgebracht worden. Conway, schauen Sie doch mal da ins Talende. Da kommen uns doch Menschen entgegen. Tatsächlich. 10 oder mehr müssen das sein. Vielleicht haben die da oben im Kloster einen sechsten Sinn. Nein, nein. Es ist ein Werk der Vorsehung. Jedenfalls haben wir rascher als erwartet unser wichtigstes Ziel erreicht. Wir haben Menschen getroffen. Es war eine Gruppe von 12 Menschen, die eine Sänfte mit sich führte, von der ein älterer Chinese in blauem Gewand herabstieg und die 4 Opfer der Notlandung in nahezu fließendem Englisch begrüßte. Ich bin von der Lamaserei Shangri-La. Mein Name ist Chang. Es wird mir eine Ehre sein, Sie alle dorthin zu führen. Wir werden Sie dabei allerdings an einigen Felswänden anseilen müssen. Ich habe einige Bergerfahrung. Umso besser. Je mühsamer der Weg zu diesem Teufelskloster ist, umso mühsamer ist er auch zurück. Wir brauchen doch nichts als ein paar Führer und Träger, die uns wieder in die Zivilisation zurückbringen. Sind Sie so überzeugt, dass Sie fern von ihr sind, junger Mann? Na, jedenfalls sind wir weit von dort, wo wir gerne wären. Conway, ich verstehe nicht, dass Sie das alles so ruhig hinnehmen. Es gibt Augenblicke im Leben, wo es das Beste und Beruhigendste ist, nichts zu tun. Aber das ist doch alles total wahnwitzig, was sich in den letzten Stunden abgespielt hat. Ein irrsinniger Pilot, ein irrwitziger Flug, eine verrückte Bruchlandung. Ist das nicht alles ein Albtraum? Das letzte Telegramm, das wir vor der Evakuierung erhalten haben, war die Anfrage einer Textilfirma, ob es bei uns einen Markt für Korsette gäbe. Wir haben allenfalls einen Irrsinn gegen einen anderen eingetauscht. Thank you.
Dann begann der Aufstieg nach Shangri-La. Ein stundenlanger Marsch durch Sturm und Schneegestöber, erst in einer Felsenschlucht, dann steil hinauf zu einer Passhöhe. An einer fast senkrechten Wand wurden die Fremden angeseilt. Der Abstieg von der Passhöhe war kaum weniger mühsam, doch endlich wurde der Weg etwas weiter. Der Sturm hatte nachgelassen und plötzlich wurde der Blick frei auf die Klostersiedlung von Shangri-La. Eine Gruppe bunter Pavillons klebte an einem Berghang, aber nicht mit der grimmigen Entschlossenheit einer deutschen Burg, sondern mit der Grazie von Blumenblättern, die sich an Felszacken verfangen hatten. Unmittelbar dahinter ragte die funkelnde Schneepyramide eines Achttausenders in den Himmel, während tief unten im windgeschützten Talboden das Grün von Bäumen, Feldern und Wiesen zu erkennen war. Sie werden auch alle bestimmt gerne ein Bad nehmen. Danach wird es mir eine Ehre sein, Sie zum Abendessen einzuladen. Wir sind Ihnen für Ihre große Gastfreundschaft überaus dankbar. Aber Sie haben wohl nur selten Gelegenheit, hier Fremde zu empfangen. Ganz recht, so ist es. Diese Gegend wird nicht sehr viel besucht. Und dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, haben Sie hier eine erstaunliche eigene Kultur aufgebaut. Mit vielen Vorzügen der Zivilisation und ohne ihre Nachteile. Auch die Römer kannten schon heiße Bäder, ohne Kenntnis von modernen Maschinen zu besitzen. Aber ich glaube, die Dame wollte etwas fragen. Ja, ich wollte Sie etwas über die Struktur des Klosters fragen. Wie viele Angehörige gibt es und welcher Nationalität sind Sie? Etwa 50 von uns besitzen die volle Lama-Würde. Andere, darunter auch ich, sind erst Anwärter. Und was die Nationalitäten anlangt, so sind verständlicherweise Chinesen und Tibetaner in der Mehrzahl. Aber wir haben auch Europäer und Amerikaner unter uns. Und woran glauben Sie eigentlich? Vielleicht können wir das anders formulieren, um uns nicht in dogmatische Feinheiten zu verlieren. Was sind die Leitgedanken und Grundvorstellungen dieser Lamaserei? Wenn ich das in wenigen Worten ausdrücken kann, dann möchte ich sagen, dass wir vor allem an die Mäßigung glauben. Wir streben die Tugend der Vermeidung jeden Übermaßes an. Auch eines Übermaßes an Tugend, wenn mir dieses Paradoxon gestattet ist. In dem Tal, in dem mehrere tausend Bewohner unter der Leitung unseres Ordens leben, hat diese Maxime ein hohes Maß von Glück und Zufriedenheit bewirkt. Wir herrschen mit mäßiger Strenge und sind mit mäßigem Gehorsam zufrieden. Und von unserem kleinen Volk kann ich sagen, dass es mäßig nüchtern, mäßig keusch und mäßig ehrlich ist. Das ist sehr hübsch formuliert. Ja, sehr witzig, ja. Aber um von etwas Ernstem zu reden. Wir wollen möglichst bald nach Indien zurück, wie Sie wissen. Wie viele Träger können Sie uns aus Ihren Leuten zur Verfügung stellen? Da kann ich Ihnen leider keine Antwort geben. Das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Aber ich nehme an, dass sich das nicht so leicht und vor allem nicht so schnell bewerkstelligen lassen wird. Ja, na, wieso denn nicht? Ich verstehe durchaus, dass es nicht möglich sein wird, schon morgen abzureisen, wie mein junger Freund es wünscht. Aber ich möchte Sie doch ersuchen, uns mit jemand in Verbindung zu bringen, der über eine Unterstützung unserer Rückreise mit uns reden könnte. Wir werden Ihnen sicher zu gegebener Zeit alle erforderliche Hilfe angedeihen lassen. Ja. Aber unsere Leute im Tal unternehmen nicht gern weite Reisen. Sie waren doch auf einer Reise, als Sie auf unser notgelandetes Flugzeug stießen. Das war etwas ganz anderes.
Ach, ich glaube zu verstehen. Mr. Conway, kommen Sie mit mir ein paar Schritte in die kühle Nacht. Tatsächlich unsere Ankunft erwartet. Sie sind sehr klug, Mr. Conway. Aber Ihre Überlegungen sind dazu angetan, Ihre Begleiter zu verwirren. Genau das aber wollen wir vermeiden. Denn wir wünschen aufrichtig, dass Sie und Ihre Freunde jeden Augenblick Ihres Aufenthalts genießen. Sie sind alle müde und... Glauben Sie mir, es gibt keinen besseren Ort in der Welt als Shangri-La, um sich zu entspannen und sich von den Sorgen der Welt zu lösen. Conway blickte versonnen auf den mächtigen Berg, der sich klar gegen den Nachthimmel abhob und im Schein des Mondlichts wie ein Leuchtturm das Tal überragte. Nahe dem Gipfel spiegelte ein gewaltiges Gletscherfeld mit eisblauen Strahlen das Mondlicht. Hat dieser Berg einen Namen? Gewiss. Karakal. Der Berg des blauen Mondes. Das Frühstück bestand aus mehreren Gängen und alle waren vorzüglich zubereitet. Barnard plauderte munter über die unerwarteten Segnungen der Zivilisation, die man hier vorfand. Miss Brinklow gestand ein, dass sie keine der erwarteten Unzukömmlichkeiten vorgefunden hätte. Sogar Melanson war bereit, noch einen weiteren Tag hier zu verbringen. Und Conway fühlte, als er am Morgen die zarte, strahlende Bläue des Himmels sah, dass er an keinem Ort der Welt lieber gewesen wäre, weder in Peshawar noch in Piccadilly. Nach dem Frühstück kam Chang. Ich kann Ihnen heute zur Frage der Träger etwas mitteilen. Oh. Wie Sie an unseren Geräten und Einrichtungen gesehen haben, beziehen wir mitunter gewisse Gegenstände aus der fernen Welt. Und wir erwarten demnächst einen solchen Transport. Mit diesen Trägern werden Sie verhandeln können. Und wann soll dieser Transport eintreffen? Das lässt sich nicht genau sagen. Es kann in einem Monat sein, vielleicht auch in zwei Monaten, länger wohl kaum. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Aber Conway, das können wir doch nicht machen. Zwei Monate oder womöglich noch länger. Ich möchte am liebsten heute schon weg. Es handelt sich nicht um das, was wir am liebsten möchten, sondern um das, was möglich und erreichbar ist. Ich verstehe Ihre Gefühle, Melanson. Sie haben Eltern, eine Verlobte in England, die sich um Sie Sorgen machen. Ja, allerdings. Mir geht's in dieser Hinsicht besser. Um mich macht sich niemand Sorgen. Und im diplomatischen Dienst wird man mich zu ersetzen wissen. Mir soll's auch recht sein. Meine Leute daheim werden sich den Kopf nicht zerbrechen. Ich war schließlich immer ein schlechter Briefeschreiber. Immerhin werden unsere Namen vermutlich in den Zeitungen stehen. Vermisst, entführt, verschollen. Ach, wir sind doch keine dicken Schlagzeilen wert. Aber selbst wenn, berührt mich das auch nicht sehr. Und Sie, Miss Brinklow? Ein Aufenthalt von zwei Monaten hier ist kein Anlass für mich zur Aufregung. Die Vorsehung hat mich hierher gesandt. Ich stehe hier wie anderswo im Dienste des Herrn. Sicher ist eines. Wir werden hier nicht verhungern. Wir essen wie in einem Luxusrestaurant. Und die Installationen hier sind auch nicht ohne. Ich sage Ihnen, die Leute hier haben mehr Geld, als man denken sollte. Die gehen nicht im Tal unten um fromme Gaben betteln. Wahrscheinlich hat Ihnen ein sektiererischer Millionär das alles gestiftet. Dabei sind das ja nur die Gästezimmer. Wer weiß, wie prunkvoll die Herren Lamas selbst wohnen. Das erinnert mich, dass wir zu einem Besuch der Tempelstadt eingeladen sind. Natürlich nicht in die Gemächer der Lamas, aber doch zu einem Rundgang durch die Anlagen von Shangri-La. Es war nicht die erste Klostersiedlung, die Conway besichtigte, wohl aber die größte und merkwürdigste.
Immer mehr war er hingerissen von einem Zusammenklang aus ruhiger Vornehmheit, untadeligem Geschmack und zarter Harmonie. Eine Welt voll unvergleichlichem Raffinement und erlesenem, doch unaufdringlichem Luxus. In der Bibliothek schließlich fand Conway eine Fülle von tibetanischen Manuskripten, seltensten Frühdrucken der europäischen Renaissance und alle Standardwerke der Weltliteratur. Sie interessieren sich sehr für Literatur, scheint es. Sind Sie ein Gelehrter? Mein Beruf hat mir kaum Zeit gelassen, mich ernsthaft mit Literatur oder irgendeiner Wissenschaft zu beschäftigen. Vielleicht kann ich hier meine Bildung ein wenig erweitern. Conway! Sehen Sie, was ich gerade gefunden habe. Eine Spezialkarte von Tibet. Wir haben hier in der Bibliothek sehr viele Landkarten. Sie stehen Ihnen selbstverständlich alle zur Verfügung. Allerdings werden Sie auf keiner dieser Karten Shangri-La eingezeichnet finden. Hat das einen bestimmten Grund? Oh, gewiss. Aber ich bedauere, sonst nichts weiter dazu sagen zu können. Wollen Sie jetzt vielleicht die Freundlichkeit haben, mir in den Garten der Bibliothek zu folgen? Sie folgten Chang durch mehrere Höfe zu einer Szene von unvergleichlicher Schönheit. Von einem Säulengang führten Stufen in einen Garten hinab, in dessen Mitte ein Lotusteich lag, umgeben von metallenen Tierfiguren, deren barocke Wildheit die sanfte Ruhe des Ortes eher akzentuierte als störte. Und weiter führte sie Chang zu einem offenen Pavillon, der zu aller Überraschung einen modernen Konzertflügel und ein altes Spinett beherbergte. Das Tollste ist ja wohl, wie Sie diese Dinger da hierher gebracht haben. Doch nicht auf dem Saumpfad da am Rande des Abgrunds, den wir gegangen sind. Oh doch, es gibt keinen anderen Weg. Und, wie beschaffen Sie sich so ein Klavier? Die Fabrik schickt es Ihnen doch sicher nicht mit der Post. Sie müssen also Mittelsmänner irgendwo in einer Stadt in Indien oder China haben, die das alles in die Wege leiten. Und die überdies gut bei Kasse sind, was? Ihre Vermutungen sind sehr klug, Mr. Barnett. Aber ich kann sie weder bestätigen noch bestreiten. Ja. Doch ich sehe, soeben ist Lo Zhen gekommen, um auf dem Spinett zu spielen. Sie ist überaus geschickt auf westlichen Tasteninstrumenten. Conway blickte fasziniert auf das Mädchen, das zu spielen begonnen hatte. Sie hatte die lange, schmale Nase, die hohen Backenknochen und die eierschalene Blässe der Mandschu. Ihr schwarzes Haar war dicht geflochten. Ihr Mund glich einer blassroten Blüte. Sie saß völlig unbewegt. Nur die schmalen Hände glitten über die Tasten. Das war eine kurze Vorstellung. Aber die Kleine spielt wirklich ganz ausgezeichnet. Naja. Sie muss ja noch blutjung sein. Ich bedauere Ihnen nicht sagen zu können, wie alt Lo Zhen ist. Ah, ich verstehe, über das Alter einer Dame spricht man nicht, auch wenn sie noch so jung ist. So wird es wohl sein. Aber gehört sie auch in das Kloster? Gewiss. Aber so wie ich hat auch sie noch nicht die letzten Weihen erlangt. Sonst hätte sie wohl kaum jetzt vor Ihnen gespielt. Die Lamas zeigen sich also nie in der Öffentlichkeit, wenn ich recht verstehe. Sie zeigen sich Laien niemals.
Oder ich sollte wohl besser sagen, fast niemals. Hm. Aber Sie sind über unsere Anwesenheit informiert, nicht wahr? Oh ja, selbstverständlich. Und nun darf ich Ihnen wieder eine erholsame Nacht und ruhigen Schlaf. Zwei Tibetaner waren auf weichen Sohlen auf die Terrasse gekommen und blickten wie Conway über die Brüstung in die dunkle Schlucht, aus der seltsame Töne erklangen und Lichter aufleuchteten. Conway hörte unklar eine Frage, aber verstehen konnte er nur die Antwort des anderen. Sie haben Talu begraben. Wieder war der Fragende nicht zu verstehen, und nur die Antworten konnte Conway jeweils einigermaßen klar hören. Er ist draußen gestorben. Er war ein ergebener Diener der Hohen von Shangri-La. Er ist über die Berge zurückgekommen. Auf einem großen Vogel. Die Fremden gebracht. Drei Männer und eine Frau. Ja, es ist schon lange her, dass er hinausging. Aber das Tal des blauen Mondes hat ihn nie vergessen. Komm. Wir wollen auch hinabsteigen ins Tal. Was Conway zunächst als aberwitzig verworfen hatte, war also doch richtig. Der Flug war nicht das sinnlose Abenteuer eines Irren gewesen, sondern eine wohlvorbereitete Aktion. Der Pilot war ein Einheimischer, der im Auftrag gehandelt hatte. Aber warum bloß waren die vier zufälligen Insassen eines britischen Regierungsflugzeugs in die Schluchten des Transhimalaya entführt worden? Er fand keine Erklärung. Aber er begriff eins. Er konnte sein neues Wissen weder seinen Gefährten noch seinen Gastgebern mitteilen. Tage und Wochen vergingen, in denen die Fremden von Changs unermüdlicher Fürsorge verwöhnt wurden. Miss Brinklow verkürzte sich den Aufenthalt, indem sie anfing, Tibetanisch zu lernen, um ihre Missionsarbeit verrichten zu können. Zuweilen unternahmen sie auch gemeinsame Ausflüge, den steilen und beschwerlichen Weg hinunter ins Tal. Das Tal entpuppte sich als ein wahres kleines Paradies von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit. Es war breit genug, um trotz der Nähe der Bergriesen genügend Sonnenschein zu erhalten. Die Ernten konnten die ansässige Einwohnerschaft reichlich ernähren. Die Bewohner selbst machten einen zufriedenen Eindruck, waren freundlich und lachten gern. Es gibt hier offensichtlich weder Militär noch Polizei. Aber ich kann auch nicht annehmen, dass die Bevölkerung aus lauter Engeln besteht. Wie bestraft man hier Vergehen oder Verbrechen? Was Sie Vergehen nennen, beachten wir nicht. Verbrechen aber sind äußerst selten. Jeder hat mehr als genug zum Leben und jeder weiß, dass man gewisse Dinge ganz einfach nicht tut, weil man dann seine persönliche Würde verliert. Das kommt etwa dem Begriff der Fairness nahe, wenn Sie wissen, was ich damit meine. Ich glaube es zu wissen und was Sie sagen ist mäßig richtig. Es ist ein Sinn für Fairness, aber es geht in eine ganz andere Richtung als etwa bei Ihnen in England. Sie verbinden den Begriff der Fairness ja vor allem mit dem Sport. Aber gerade der Sport in all seinen Formen würde uns hier als überaus barbarisch und als
Förderung der niedrigsten Triebe erscheinen. Ich sehe ein, dass man gegen gewisse Auswüchse des sogenannten Sports berechtigte Einwände haben kann, aber Ihre pauschale Ablehnung scheint mir doch zu weit zu gehen. Jeder Sport ist Wettkampf. In jedem Wettkampf strebt man danach, stärker, schneller, tüchtiger, besser als ein anderer zu sein, ihn zu übertreffen, zu besiegen. Wir aber lernen und lehren, dass es zum Schlimmsten gehört, um Vorrang zu kämpfen. Sehen wir einmal vom Sport ab. Wie ist es, wenn zum Beispiel zwei Männer die gleiche Frau begehren? Es gehört nicht zur guten Sitte, eine Frau zu begehren, die schon ein anderer liebt. Aber es gibt doch wohl auch hier mitunter leidenschaftliche Empfindungen, bei denen sich ein Mann auch einmal über die gute Sitte hinwegsetzt. In einem solchen Fall würde selbstverständlich der andere verzichten und die Frau wäre höflich genug, dem Leidenschaftlichen Gehör zu geben. Aber wie gesagt, es kommt kaum jemals zu solchen Streitigkeiten. Ist dieses Verhalten in Gesetzen und Vorschriften geregelt? Gute Manieren und Höflichkeit kann man nicht dekretieren. Außerdem sind wir grundsätzlich der Überzeugung, dass es nicht notwendig ist, mit vielen Vorschriften zu regieren, um gut zu regieren. Ich habe noch keinen Ort der Welt gesehen, an dem man nach diesem Prinzip regiert hätte. Aber der Erfolg gibt Ihnen augenscheinlich recht. Aber wie passen sich Fremde diesen Sitten an? Wann sind übrigens die letzten Fremden hierher ins Tal des Blauen Mondes gekommen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Außer Chang begegneten sie nur wenigen Bewohnern der Lamaserei. Lediglich die kleine Manchu sahen sie zuweilen am Spinett. Wenn Conway sich gelegentlich an den Flügel setzte und neuere Werke spielte, hörte sie zuweilen unbewegt zu und ihr Mienenspiel verriet nicht, ob es ihr gefiel. Sie sprach im Übrigen kein Wort Englisch und Conway wollte noch immer nicht erkennen lassen, dass er Chinesisch verstand. Melanson, der zuweilen auch zuhörte, wenn Lotzen spielte, zerbrach sich über sie den Kopf. Ich kann mir nicht denken, was dieses hübsche Mädchen hier im Kloster sucht. Für einen älteren Herrn wie Chang ist das sicher ein recht angenehmer Aufenthalt, aber dieses Mädchen, für wie alt halten Sie sie? Habe ich mich auch schon gefragt. Und kann eigentlich, so töricht das klingt, nur sagen, sie ist kaum jünger als 13 und kaum älter als 30. Ob sie wohl gern hier im Kloster ist? Jedenfalls macht sie keinen unglücklichen Eindruck. Sie scheint überhaupt keine Gefühle zu haben. Sie starr wie eine Elfenbeinpuppe. Eine Elfenbeinpuppe ist doch etwas sehr Reizendes. Überdies hat diese Elfenbeinpuppe vollendete Manieren. Spielt vorzüglich Spinett, kleidet sich mit ruhiger Eleganz. Ist bildhübsch. Ich kenne in Westeuropa sehr viele Frauen, denen diese Vorzüge fehlen. Wenn Sie von Frauen sprechen, sind Sie ein fürchterlicher Zyniker, Conway. Ich bin 37 und Sie sind 24. Das ist der ganze Unterschied. Und für wie alt würden Sie Chang halten? Ach, der kann 49 oder auch 149 sein. Sagen Sie, Conway, was wissen Sie eigentlich von Barnard? Barnard? Nicht viel mehr als Sie. Er ist erst kurz vor dem Aufstand in den Punjab gekommen. Und ich musste ihn mühsam überreden, sich mit uns ausfliegen zu lassen. Vorher war er, glaube ich, in Persien bei Ölbohrungen. Haben Sie jemals seinen Pass gesehen? Ich glaube schon, ja. Wahrscheinlich. Aber sicher kann ich es nicht sagen. Warum fragen Sie? Weil Barnard mit einem gefälschten Pass reist,
und gar nicht Barnard heißt. Und wie glauben Sie, heißt er? Chalmers Bryant. Chalmers Bryant. Der Mann, der seit dem Finanzkrach in aller Welt gesucht wird? Eben der. Er hat heute Morgen seine Brieftasche liegen lassen und Chang hat sie mir gegeben, weil er annahm, sie gehöre mir. Und Sie haben darin gewühlt? Ja, sie war vollgestopft mit Zeitungsausschnitten. Ich konnte gar nicht umhin, sie anzusehen. Und die Ausschnitte handelten von Chalmers Bryant? Ganz recht. Und auf einem war ein Foto von Bryant, das Barnard völlig gleicht, abgesehen von dem Schnurrbart. Haben Sie Barnard etwas von Ihrer Beobachtung gesagt? Nein. Ich habe ihm seine Brieftasche kommentarlos übergeben. Die Ausschnitte allein beweisen natürlich noch nichts. Aber wenn er wirklich Chalmers Bryant ist, dann kann ich verstehen, warum er sich hier so auffallend wohlfühlt. Schließlich gibt es auf der ganzen Welt kein besseres Versteck. Und, was werden Sie nun unternehmen? Ich werde gar nichts unternehmen. Und ich könnte ja auch gar nichts unternehmen. Ganz gleichgültig, wie Barnard wirklich heißt und wer er ist. Für uns ist das Wichtigste, dass wir hier alle gut miteinander auskommen. Und Barnard hat sich bis jetzt sehr anständig und sehr vernünftig verhalten. Also, vergessen wir die Sache. Miss Brinklow. Wieder über der tibetanischen Grammatik? Diese Sprache ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Aber mit Gottes Hilfe werde ich wohl damit zurechtkommen. Unser Freund Chang ist heute nicht da, um die Konversation zu beleben. Und Mr. Barnard ist ausnahmsweise auch ganz schweigsam. Ich glaube, wir sollten offen reden. Ich nehme an, ihr wisst unterdessen, wer ich bin. Ja, Mallinson und ich glauben es zu wissen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Mr. Barnard. Aber ich habe mir schon immer gedacht, dass Sie inkognito reisen. Inkognito. Inkognito ist eine hübsche Formulierung. Aber wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Als Mr. Conway letzthin meinte, unsere Namen würden sich in der Zeitung stehen, da sagten Sie, das mache Ihnen nichts aus. Da habe ich mir gleich gedacht, Sie reisen unter einem anderen Namen. Gnädige Frau, an Ihnen ist ein Detektiv verloren gegangen. Ja, Sie haben völlig recht. Ich reiste unter anderem Namen. Doch die beiden Herren haben nun mein Inkognito gelüftet. Aber es sieht aus, als müssten wir noch ein Weilchen miteinander auskommen. Aneinander geschmiedet auf Gedeih und Verderb. Und da ist es wohl das Beste, wir machen so weiter wie bisher. Das ist auch meine Meinung. Es ist ja kaum zu glauben. Durch ganz Europa, Türkei, Persien, den Panschab, immer die Polizei mit den Steckbriefen hinter mir her. Aha. Ja. Und dann sitze ich hier in diesem Felsennest. Es ist völlig verrückt, aber für mich persönlich hätte es gar nichts Besseres geben können. Wir haben uns wohl alle ein wenig gewundert, warum Sie so offenkundig zufrieden mit allem waren. Ich bin sonst im Herbst jeweils an die Küste zur Erholung gefahren. Aber hier, das ist der ideale Erholungsort. Ein bisschen kühl vielleicht, die Luft etwas dünn, aber sonst alles fabelhaft. Und vor allem, kein Makler kann mich am Telefon erreichen. Nicht mehr im Makler wird Sie vermissen, sondern auch all die Leute, mit deren Geld Sie gearbeitet haben. Natürlich habe ich auch mit fremdem Geld gearbeitet. Aber warum? Weil die Leute zu mir gekommen sind und es mir aufgedrängt haben. Sie wollten alle mühelos reich werden und hatten nicht genug Hirn dafür. Sie dachten, das Geld wäre bei Ihnen sicher. Na, das ist ja die Dummheit, Mr. Mallinson. Es gibt keine Sicherheit auf der Welt. Aber
Es gibt gewisse moralische Grundprinzipien. Sie sagen es, Mr. Mellinson. Die sollten wir jetzt vielleicht besser nicht im Detail erörtern. Das Wichtigste und zugleich überaus Erstaunliche ist ja, dass von den vier vom Zufall hierher verschlagenen Personen drei mit der Situation einigermaßen zufrieden sind. Sie, Barnard, haben einen Urlaub und zugleich ein Versteck. Richtig. Miss Brinklow will die heidnischen Tibetaner das Evangelium lehren. Oh ja. Und wer ist der Dritte? Doch nicht etwa ich. Nein, ich. Und zwar aus dem vielleicht allereinfachsten Grund. Mir gefällt es hier. Tatsächlich empfand Conway ein angenehmes Gefühl körperlicher und geistiger Befriedigung. Die Atmosphäre von Shangri-La beruhigte ihn, während ihn zugleich das Geheimnisvolle prickelnd belebte. Wenn die Träger früher als erwartet ankämen, es würde ihn kaum mehr freuen als Barnard. Und was erwartete ihn schon nach der Rückkehr in die sogenannte Zivilisation? Interviews, Berichte, Empfänge, törichte Fragen. Verzeihen Sie, mein Herr, dass ich Sie störe. Aber ich bin stolz und glücklich, Ihnen eine wichtige Nachricht überbringen zu dürfen. Ich darf mir auch schmeicheln, dass es nicht zuletzt wohl auf meine Anregung hin geschah. Chang, was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja ganz anders als sonst. Warum denn? Was ist auf Ihre Anregung hin geschehen? Der Hohe Lama hat Sie rufen lassen. Der Hohe Lama hat mich rufen lassen? Ja. Ich kann es kaum fassen, obwohl ich es selbst empfohlen habe. Sie sind erst 14 Tage bei uns. Und schon jetzt ist er bereit, Sie zu empfangen. Das ist noch nie vorgekommen. Es ist mir eine große Ehre, ihn kennenzulernen. Für wann bin ich denn zur Audienz bestellt? Ich bin beauftragt, Sie jetzt sofort zu ihm zu führen. Das ist doch schon spät am Abend. Aber wenn der Hohe Lama es wünscht, ich stehe selbstverständlich zur Verfügung. Chang führte ihn durch die leeren Höfe, dann durch eine Anzahl von Räumen, die er noch nie gesehen hatte, und schließlich stiegen sie über eine Wendeltreppe in ein oberes Stockwerk. Was hier auffiel, seltsam trockene Wärme, die mit jedem Schritt zuzunehmen schien, bis sie an ein türkisches Bad erinnerte. Eine Tür öffnete sich, aber es war so dämmerig, dass sich seine Augen erst an diese fast völlige Dunkelheit gewöhnen mussten. Langsam nahm er wahr, dass er sich in einem niedrigen, dunklen Raum befand, der nur mit einigen Sitzpolstern eingerichtet war. Und auf einem dieser Polster saß eine kleine, blasse, regungslose, runzlige Gestalt. Er fühlte sich unter dem Blick dieser uralten Augen schwindlig werden, aber schon sprach der Uralte mit wohltuend sanfter und leicht melancholischer Stimme in fließendem Englisch. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen, Mr. Conway. Ich habe Sie bitten lassen, mich aufzusuchen, weil ich glaube, dass wir einiges zu besprechen haben. Ich kann Sie nicht gut sehen, weil mein Sehvermögen sehr geschwächt ist. Aber ich kann Sie im Geist besser sehen als mit jungen Augen. Chang hat mir berichtet, dass Sie sich für unser Gemeinwesen sehr interessieren. So ist es. Ich habe viele Fragen gestellt. Und Herr Chang hat sie mir im Rahmen seiner Möglichkeiten aufs Vollständigste beantwortet. Wenn Sie mir zuhören wollen, kann ich Ihnen darüber hinaus noch einiges berichten. Unsere Gebräuche sind Ihnen jedenfalls einigermaßen vertraut. Umso mehr, als ich einige Jahre in China gelebt habe. Davon haben Sie Chang nichts gesagt? Nein.
Und warum vertrauen Sie es mir an? Ich weiß es selbst nicht. Ich muss wohl ganz einfach gewünscht haben, es Ihnen zu sagen. Das ist wohl der beste Grund zwischen Menschen, die Freunde werden sollen. Ich nehme also an, dass Sie die Geschichte Tibets zumindest in Umrissen kennen. Vielleicht haben Sie auch schon von den Jesuitenmissionen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts gehört. Ich glaube, gelesen zu haben, dass in Lhasa selbst einige Jahre lang eine christliche Mission bestand. Ja, aber um die geht es hier nicht. Unsere Geschichte beginnt im Jahre 1719, als 4 Kapuzinermönche von Peking aufbrachen, um im Landesinneren nach Resten jener nestorianischen Christen zu suchen, die im Mittelalter in großen Teilen Asiens lebten. Unter den unsäglichen Strapazen der Reise starben 3 dieser Mönche, während der 4. durch Zufall über den einzigen Pass ins Tal des Blauen Mondes gelangte, wo er eine gastfreundliche Bevölkerung vorfand, die ihn nicht nur vor dem Hungertod rettete, sondern danach auch seine Missionspredigten geduldig anhörte und ihm half, aus den Überresten einer alten Lamaserei eine Art Kloster zu bauen. Das war im Jahre 1734 und er war damals 53 Jahre alt. Sein Name war Peru, seine Heimat Luxemburg. Er hat eine große Liebe zu den Künsten und zur Wissenschaft und war sehr sprachbegabt. Er war gläubig, aber kein Fanatiker, und nahm von den Einheimischen manche Sitte an, die er harmlos und nützlich fand. Auch war er ein kräftiger Mann, der überall Hand anlegte, wenn es nötig war. Die Bevölkerung und auch die buddhistischen Mönche liebten ihn und gehorchten ihm. Schließlich verehrten sie ihn geradezu. Er schrieb zunächst gelegentliche Briefe an den Bischof von Peking, aber sie erreichten wohl kaum ihr Ziel. Seine Sinne blieben scharf, sein Geist rege, und im Alter von 89 Jahren begann er die Schriften zu studieren, die die buddhistischen Mönche zurückgelassen hatten. Ein Werk, in dem er sich vom christlichen Standpunkt mit dem Buddhismus auseinandersetzte, vollendete er in seinem 100. Lebensjahr. Unterdessen waren viele der von ihm bekehrten und in den Mönchsstand aufgenommenen bereits gestorben, die anderen waren Greise. Er selbst sah seinem Ende gefasst und klaren Sinnes entgegen, beschäftigte sich mit Yoga und den Lehren des indischen Mystizismus. Endlich, als er im 108. Lebensjahr stand, fühlte er den Tod herannahen, sagte seinen Freunden und Dienern, lebe wohl, und bat dann, allein gelassen zu werden. Aber er verlöschte nicht, sondern lag viele Wochen ohne zu sprechen oder sich zu bewegen. Und dann begann er sich zu erholen. Er wurde für die Bevölkerung zu einer Legende, zu einer geheimnisumwobenen, mächtigen Figur. Im Übrigen versorgte man ihn wie eh und je mit allem, was er benötigte, und erkannte ihn als Oberhaupt an. Er selbst aber, der seinen Tod gleichsam überlebt hatte, wandte sich intensiver denn je der Wissenschaft zu. Unter anderem übersetzte er einen Traktat von Montaigne ins Tibetanische. Das Manuskript liegt heute noch in der Bibliothek. Ich würde es gerne einmal lesen, wenn das erlaubt ist. Jederzeit. Wahrscheinlich hätte er seine Zeit auch weiterhin mit ähnlichen Tätigkeiten verbracht,
wenn nicht im Jahre 1804 ein zweiter Fremder in das Tal gekommen wäre. Es war ein junger österreichischer Offizier und Abenteurer, der durch Zufall und wie seinerzeit Perrault halbtot in das Tal geriet. Er fand sehr bald die Goldlager und sein erstes Ziel war es, sie auszubeuten und als reicher Mann heimzukehren. Doch dann geschah etwas Seltsames, das sich seither noch einige Male wiederholte. Das friedliche Tal mit seiner völligen Freiheit von weltlichen Sorgen hielt ihn fest. Und eines Tages stieg er hinauf nach Shangri-La und traf mit Perrault zusammen. Es war eine denkwürdige und vielleicht sogar eine historische Begegnung. Dieser junge Mann, er hieß Henschel, unternahm nicht nur eine erste Reise nach Peking, auf der er Literatur für unsere Bibliothek beschaffte, sondern er schuf auch das System, das es uns ermöglichte, alles Gewünschte von der Außenwelt zu erhalten. Die Bezahlung war ja kein Problem, da es die Goldlager im Tal gab. Es ist erstaunlich genug, dass es gelungen ist, diese Minen vor Goldsuchern verborgen zu halten. Da hat Henschel von Anfang an vorgebaut. Zum einen ließ er alle Trägerkolonnen schon in weiter Entfernung das Gepäck abladen, bezahlte sie und schickte sie heim. Zum anderen ließ er alle Fremden, die zufällig sich hierher verirrten, im Tal gastfreundlich aufnehmen, mit einem Vorbehalt, von dem ich Ihnen noch erzählen werde, weil er auch für Sie wichtig ist. Es waren wohl vor allem Forschungsreisende, die hierher ins Tal kamen. Ganz recht. Vereinzelte Händler, meist aber Forschungsreisende, denen wir mitunter sogar ein Stück Weges entgegenkamen, um sie zu uns einzuladen. Eine Einladung, die nie abgeschlagen wurde. So wie Chang uns entgegenkam. So wie Chang Ihnen entgegenkam. Wir haben Henschel in jeder Weise sehr viel zu verdanken. Leider ist er zuletzt selbst ein Opfer seiner Neuerungen geworden. Ein Engländer hat ihn im Streit erschossen. Ich höre zum ersten Mal von Streit und Mord in diesem Tal. Wie ist es dazu gekommen? Der Engländer war erst kurz zuvor eingetroffen und bestand darauf, unbedingt Träger zu bekommen, um das Tal zu verlassen. Und als ihm Henschel von dem Vorbehalt Mitteilung machte, der sich auf die Besucher bezieht, kam es zu der Gewalttat. Seit jenem Unglücksfall habe ich mich, trotz meiner altersbedingten Schwäche, stets selbst dieser Aufgabe unterzogen. So wie jetzt bei mir. Wissen Sie schon, was ich Ihnen mitteilen wollte? Ich glaube, es erraten zu haben. Sie wollen uns hier behalten. So ist es, mein Sohn. Und da Sie das erraten haben, können Sie aus meiner Erzählung auch noch etwas anderes erraten? Es ist so aberwitzig. Doch ich werde den Gedanken nicht los. Das ist völlig unmöglich. Und dennoch beginne ich es zu glauben. Was, mein Sohn? Dass Sie noch am Leben sind. Pater Perrault.
Eines aber verstehe ich noch immer nicht. Warum gerade wir vier auserwählt wurden. In den letzten Jahrzehnten sind kaum noch Fremde hierher gekommen. Es fehlte im Kloster an jungen Leuten. Viele Lamas starben, denn nicht alle werden über 100 Jahre alt. In dieser Lage machte sich ein tüchtiger junger Mann aus dem Tal erbötig, uns auf eine völlig neue Weise Fremde zu bringen. Nach reiflicher Überlegung haben wir seinem Plan zugestimmt und ihm erlaubt, sich in Amerika zum Piloten ausbilden zu lassen. Und dass er gerade zu dieser Zeit an jenem Ort unser Flugzeug kaperte, war ein Zufall? Mein lieber Conway, sehr vieles im Leben ist Zufall. Es war ein Zufall, nachdem Talu Ausschau gehalten hat. Und diesen Zufall hat er gefunden. Aber welcher Gedanke steht hinter Shangri-La? Was ist der Sinn und das Ziel? Wir haben uns hier nicht ein privates Idyll gebaut, dessen einziger Sinn es ist, in voller geistiger und in mäßiger körperlicher Kraft ein überdurchschnittlich hohes Alter zu erreichen. Wir wollen hier an einem Traum arbeiten. Als der alte Perrault zu sterben glaubte, da fühlte er plötzlich aus der Summe seiner Lebenserfahrung, dass die schönsten und wertvollsten Dinge die zerbrechlichsten sind. Und er sah eine Zeit herandämmern, da die Leidenschaften der Völker und die Macht der Maschinen so überhand nehmen würden, dass alles Kostbare und Zarte in Gefahr geriet. Alle Harmonie der Kunst, alle durch zwei Jahrtausende gesammelten Schätze. Und diese Vernichtung wird kommen, noch ehe sie so alt sind, wie ich es jetzt bin. Und Sie glauben, Shangri-La wird dieser Vernichtung entgehen können? Wird verschont bleiben? Vielleicht. Wir haben keine Gnade zu erwarten, aber wir dürfen hoffen, vergessen zu werden. Wir wollen hier ausharren und versuchen, etwas von jener Weisheit zu bewahren und zu erarbeiten, die die Menschheit bitter benötigen wird, wenn einmal ihr Wahnwitz verraucht ist. Und bis diese Zeit kommt, wollen wir hier unsere stillen Freuden genießen. Und dann? Dann, mein Sohn, wenn die Starken einander vernichtet haben, wird die christliche Lehre vielleicht erfüllt sein und die Sanftmütigen werden die Welt gewinnen. Am nächsten Morgen fragte sich Conway, ob das alles vielleicht nur ein wirrer und fantastischer Traum war. Aber die Fragen, mit denen er beim Frühstück bestürmt wurde, riefen ihm alles wieder genau in Erinnerung. Das war aber eine lange Unterredung, Conway, die Sie da gestern mit dem obersten Chef hatten. Sie haben ihn doch energisch wegen der Träger gefragt. Und dass er hier einen Missionar stationieren sollte, haben Sie hoffentlich auch erwähnt. Ich fürchte, ich muss Sie alle enttäuschen. Über Missionare haben wir ebenso wenig gesprochen wie über Träger. Und sonst kann ich nur sagen,
dass er ein sehr alter Mann ist, ausgezeichnet Englisch spricht und überaus intelligent zu sein scheint. Die einzige Frage für uns ist, ob man ihm trauen kann. Er macht mir nicht den Eindruck eines unehrlichen Menschen. Aber diese ganze Geheimniskrämerei hier macht einen unehrlichen Eindruck. Das junge Mädchen zum Beispiel, Lotzen. Wie und warum ist sie hierher gekommen? Hat er etwas davon gesagt? Haben Sie ihn gefragt? Nein, warum? Warum, warum? Interessieren Sie sich denn für gar nichts? Das ist doch nicht alltäglich, so ein junges Mädchen unter einem Haufen alter Mönche zu finden. Das ist hier kein gewöhnliches Kloster. Selbstverständlich sind hier die moralischen Zustände skandalös. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir von hier wegkommen. Reden Sie doch endlich ein ernstes Wort mit Sean Conway. Sean sprach mit Conway jetzt natürlich ohne Rückhalt. Und so erfuhr Conway vieles über das Leben in der Lamaserei. Die ersten 5 Jahre, so erklärte Chang, führe man ein ganz normales Leben, ohne Vorschriften. Zur Einstimmung auf die Atmosphäre des Klosters und zur geistigen Loslösung von der Außenwelt und den Erinnerungen. Danach beginnt die geistige und körperliche Schulung, die notwendig ist, um weit über die normale Zeit hinaus jenes Alter zu erhalten, das man beim Eintritt in das Kloster gehabt hat. Sie haben von Henschel gehört. Er war 74 Jahre alt, als er dem Unglücksfall zum Opfer fiel, aber er sah aus wie 25. Ich würde also bei etwa 40 stehen bleiben. Kein schlechtes Alter, wenn man es weitere 50 Jahre erhalten kann. Wie war es eigentlich bei Ihnen? Ich habe besonderes Glück gehabt. Ich war erst 22, als ich vor nahezu 80 Jahren hierher kam. Ich werde nun wohl bald in die Schar der Lamas aufgenommen werden und die letzten Weihen erhalten. Und wie erwarten Sie, dass es dann weitergeht? Wenn ich nach den anderen Lamas urteile, möchte ich sagen, etwa ein weiteres Jahrhundert. Und wann haben Sie zu altern begonnen? Ich meine, dem Aussehen und der Körperlichkeit nach? Als ich über 70 war. Das ist häufig so. Man behält sein Eintrittsalter etwa 50 Jahre hindurch. Und was wäre, wenn Sie das Tal verließen? Ich würde entweder sofort sterben oder in kürzester Zeit mein wahres Alter erlangen. Ich wäre draußen ein Greis von nahezu 100 Jahren. Wir haben das einmal erlebt. Ein Mann von uns sollte nach einer Reisegesellschaft Ausschau halten, geriet aber jenseits des Passes in die Hände von Nomaden und konnte erst 3 Monate später fliehen. Er hatte hier wie 40 ausgesehen und gewirkt, aber er kam als 80-Jähriger zurück und starb bald danach als Greis. Eine seltsame und grausige Vorstellung, dass die Zeit gleichsam rund um das Tal lauert, um jene zu töten, die ihr entschlüpft sind. Und doch ist es für das Tal des Blauen Mondes letztlich ein Glück, dass es so ist. Es ist neben der unwirtlichen Landschaft eine zweite Sicherung, dass das Geheimnis von Shangri-La bewahrt bleibt. Wie alt ist eigentlich Lotzen? Sie war 18, als sie vor etwa 60 Jahren zu uns kam. Sie ist eine Prinzessin aus der Mandschurei, die einen Fürsten von Turkestan heiraten sollte. Aber sie kam mit ihrem Gefolge vom Weg ab. Sie war die Einzige, die wir noch retten konnten. Wie hat sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden? Es war schließlich ihre Hochzeitsreise, die hier abrupt in einem einsamen Kloster beendet wurde. Gewiss, es war eine höchst ungewöhnliche Situation. Und Lotzin hat etwas länger zur Eingewöhnung gebraucht als die meisten anderen Besucher. Er konnte sie ihren Verlobten nicht vergessen. War sie sehr verliebt in ihn? Kaum. Sie hatte ihn jedenfalls noch nie gesehen. Sie kennen ja die alten chinesischen Heiratsabsprachen. Ja, ihre Gefühle waren an keine bestimmte Person gebunden. Damals gab es doch noch jüngere Männer in der Lamaserei. Hat sie keinen davon geliebt?
Nur mit Mäßigung, soweit ich das beurteilen kann. Ihre Zuneigung galt mehr und mehr dem Klavierspiel. Vielleicht ist die Erschöpfung der Leidenschaften der Anfang der Weisheit. So ist es wohl. Und diese Einsicht ist eine der Grundmaximen von Shangri-La. Ich glaube, ich könnte hier sehr glücklich sein. Wie Perrault und Henschel und die anderen war er dem Zauber von Shangri-La verfallen. Und wenn er die silbrigen Töne des Spinetts über den Lotusteich herschwingen hörte, fühlte er, wie sie ein makelloses Muster aus Tönen, Farben und Formen schufen. Er war auf eine sehr stille Weise in die kleine Manchu-Prinzessin verliebt, doch gleichzeitig wurde ihm auch bewusst, welch kostbares Geschenk ihn hier erwartete. Er hatte Zeit. 2, 5, 10 Jahre Zeit. In dieser Vorstellung war er glücklich. Aber dazwischen trat immer wieder die Realität des Alltags an ihn heran. Und eines Tages brachte Mellonsons Ungeduld eine nicht erwartete Entscheidung. Ich glaube, Sie müssten sich allmählich mehr um Ihre Kondition kümmern, Mr. Barnard oder Bryant. Hm? In 10 Tagen sollen die Träger kommen. Und sie sind ständig im Tal in den Kneipen. Tja, nicht jeder schwärmt für Klavierspielerinnen. Und nicht jeder schwärmt fürs Zuchthaus. Ich sicher nicht. Und darum sage ich euch jetzt einmal gleich eines. Kondition soll suchen, wer sie braucht. Hm. Ich für meinen Teil habe beschlossen, hier zu bleiben. Naja, die Ideale sind eben verschieden. Was sagen Sie, Conway? Sie haben recht. Die Ideale sind verschieden. Da wir gerade davon sprechen, ich werde auch hier bleiben. Was? Sie? Ja. Ich habe lange nachgedacht, warum wir hierher gekommen sind. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es die Vorsehung war. Ich bin hierher gesandt worden, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und das will ich tun. Ich werde in diesem Pfuhl der Lauheit, die man hier Mäßigung nennt, den wahren Glauben verkünden. Ich bin heilfroh, Conway, dass wir Barnard auf dem Rückweg nicht bei uns haben. Er hat so eine gemeine Art. Wie er sich da wegen des Chinesenmädchens über mich lustig gemacht hat. Ich dachte, es ging auf mich. Nein, er weiß, dass ich mich für Sie interessiere. Ich kann mir nicht erklären, warum sie hier ist und dass es ihr hier gefällt. Mellinson, lieben Sie Luzern? Verzeihen Sie diese persönliche Frage. Ich glaube ja. Sie mögen es unsinnig finden, aber ich kann nichts gegen meine Gefühle tun. Ich kann es nicht unsinnig finden. Ich glaube nur, dass Luzern hier durchaus glücklich und zufrieden ist. Haben Sie sie jemals danach gefragt? Mein Gott, Conway! Wenn ich nur halb so gut Chinesisch könnte wie Sie, ich wüsste schon längst alles. Zur großen Überraschung Changs wurde Conway schon wenige Tage nach seinem ersten Besuch abermals zum Hohen Lama gerufen, während Fremde ihn sonst erst nach 5 Jahren widersprechen konnten. Mehr noch. Conway durfte fast jeden Abend den Hohen Lama aufsuchen, der sich auch eingehend über die Gefährten Conways erkundigte. Miss Brinklow möchte uns also bekehren und Mr. Barnett möchte uns in eine Aktiengesellschaft verwandeln. Harmlose Pläne, an denen Sie aber Ihre Freude haben können. Aber Ihr junger Freund, dem weder Religion noch Geld etwas bieten können, der wird wohl für Sie ein Problem werden. Wieso für mich? Weil ich, mein Sohn, sterben werde.
Das überrascht Sie? Wir sind alle sterblich, auch in Shangri-La. Vielleicht lebe ich noch einige Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre, aber das Ende ist nah und ich weiß, dass meine Zeit jetzt nur noch für eines reicht, mit Ihnen über Shangri-La zu sprechen. Das erscheint Ihnen so wichtig. Ja. Denn in Ihre Hände, mein Sohn, lege ich das Erbe und das Geschick von Shangri-La. Meine Gefährten sind weise, aber alt. Sie, mein Sohn, sind noch jung und dennoch schon weise. Die Aufgabe, die ich Ihnen hinterlasse, ist gleichzeitig leicht und unendlich schwer. Sie ist leicht, weil unser Orden nur seidene Fesseln kennt, weil es nur gilt, gütig und geduldig zu sein und hier die Schätze der Menschheit zu hüten, während draußen der Sturm tobt. Denn ein finsteres Zeitalter wird kommen und die Welt in ein einziges Leichentuch hüllen. Und es wird keine Zufluchtsstätte geben? Nur eine, die zu geheim ist, um gefunden zu werden. Oder zu unauffällig ist, um bemerkt zu werden. Shangri-La darf hoffen, beides zu sein. Und dann, wenn der Sturm vorüber ist, wird der schwere Teil der Aufgabe kommen. Falls ich das Ende des Sturms noch erlebe. Während des langen Zeitalters der Verödung wirst du älter und weiser geworden sein und mithelfen am Aufbau einer neuen Welt, die sich allmählich aus den Ruinen erhebt und nach ihren verlorenen Schätzen sucht. Und diese Schätze werden hier aufbewahrt sein, im Tal des blauen Mondes. Das Gesicht des Hohen Lamas war erleuchtet von einem wundersamen fernen Glanz, der allmählich erlosch. Es war völlig bewegungslos. Die Augen waren geschlossen. Conway betrachtete sie eine Weile. Und dann begriff er, dass der Hohe Lama tot war. Wie im Traum ging er durch verlassene Gemächer und einsame Höfe. Und als er den Lotusteich erreichte, sah er, dass über den schneebedeckten Gipfeln der Vollmond stand. Dass Mallinson neben ihm herging und erregt auf ihn einredete, merkte er erst nach einiger Zeit. So hören Sie doch endlich zu, Conway. Sie müssen sofort packen. Die Träger sind da. 5 Meilen jenseits des Passes. Morgen beginnt der Rückmarsch. Mensch, was ist denn los mit Ihnen? Entschuldigen Sie. Sie hören mir ja gar nicht zu. Ich bin müde, sehr müde. Was sagten Sie? Die Träger sind da, gut. Aber was weiter? Wissen Sie denn,
ob Sie jemand mitnehmen wollen. Das muss doch alles erst ausgehandelt werden. Es ist alles ausgehandelt. Die Träger sind im Voraus bezahlt und werden uns mitnehmen. Und wer hat das alles in die Wege geleitet? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, Luzin. Sie ist jetzt bei den Trägern und wartet auf uns. Das ist undenkbar. Wieso? Sie will ebenso weg von hier wie ich? Melinson, Sie irren sich. Sie hat es mir doch gesagt. Sie spricht doch kein Wort Englisch. Ich habe sie auf Tibetanisch gefragt. Miss Brinklow hat mir die Worte zusammengestellt. Es war kein fließendes Gespräch, aber wir haben uns verstanden. Luzin kann sie unmöglich begleiten. Sie werden mir das nicht einreden. Melinson, hören Sie zu. Conway berichtete so knapp er konnte, was er über Shangri-La erfahren hatte. Nur eines verschwieg er: den Tod des Hohen Lama und seine eigene Nachfolge. Dann blickte er Melinson erwartungsvoll und erleichtert an. Conway, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Sie müssen verrückt sein. Kein vernünftiger Mensch kann das glauben. Man kann an Badewannen glauben, wenn man darin gebadet hat, aber doch nicht an mystischen Humbug, für den es keinerlei Beweis gibt. Und jetzt kommen Sie. Packen Sie zusammen, wir müssen fort. Ich werde nicht fortgehen, Melinson. Ich will nicht zurück in jene Welt, an der Sie so sehr hängen. Sie sind wahnsinnig, Conway. Diese Atmosphäre hier hat Sie um den Verstand gebracht. Eine Schar von Hutzelgreisen, die darauf lauern, dass Ihnen Fremde in Ihr Spinnennetz geraten. Conway, ohne Sie und ohne Seil komme ich nicht an der senkrechten Felswand vorbei zum Pass. Wir waren doch so gute Freunde unten in Indien. Gilt Ihnen mein Leben jetzt nichts gegen dieses perverse Altersheim? Ich bin noch jung und will hier nicht eingehen. Und auch Luzin ist jung. Und Sie mögen sie doch auch. Luzin ist vor 60 Jahren hierher gekommen. Sobald sie einige Tage in der anderen Welt ist, wird sie ihr wahres Alter zeigen. Luzin und alt. Conway, ich weiß, dass sie jung ist. Sie haben Luzin nie richtig verstanden. Äußerlich ist sie kühl wie eine Statue, aber innerlich lebt und glüht sie. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit wehtue, Conway, aber ich weiß, wie jung Luzin ist. Wir haben uns gefunden, auch ohne Sprache. Es scheint, als wäre die Zeit der Geständnisse. Melinson, ich will Ihnen etwas sagen. Sie und das junge Mädchen sind die einzigen Menschen auf der Welt, an denen mir etwas liegt. Kommen Sie, Melinson. Ich nehme Sie ans Seil. Sie verließen Shangri-La noch in der Nacht, ohne Zwischenfälle. Und die Morgengrauen überschritten sie die Passhöhe, ohne auf Wachposten zu treffen. Bald darauf erreichten sie die Hochfläche, die von Stürmen blank gefegt war wie ein Knochen. Nach dem mühevollen Abstieg kam das Lager der Träger in Sicht. Sie waren bereit, sich wieder auf den Weg nach Tatsienfu zu machen, das rund 700 Kilometer östlich liegen musste. Die kleine Manchu-Prinzessin grüßte Conway mit einem bezaubernden Lächeln, aber ihre Blicke galten nur Melinson. Dann begann der Abmarsch. Was ist aus Melinson und dem Mädchen geworden? Wie Conway von Shangri-La nach Chungkyang gekommen ist, wo ich ihn im Missionsspital gefunden habe, darüber hat er nichts gesagt. Entweder hat er es bewusst verschwiegen, oder aber die letzten Wochen vor seinem Zusammenbruch konnte er im Gedächtnis nicht mehr rekonstruieren. Wo habt ihr euch getrennt? Conway ist in Honolulu von Bord gegangen und verschwunden.
3 Monate später schrieb er mir dann aus Bangkok, dass es ihm gut gehe und dass er zu einer langen Reise aufbreche. Er will zurück nach Shangri-La? Ich nehme es an. Obwohl niemand weiß, ob es Shangri-La wirklich gibt. Hast du nie versucht, etwas darüber in Erfahrung zu bringen? Du bist doch Reiseschriftsteller und kennst Indien und China wie kaum ein anderer Europäer. Es war kein beruflicher Ehrgeiz, der mich dazu bewogen hat, tatsächlich Conways Spuren und Shangri-La zu suchen. Mich hat die Geschichte ganz einfach fasziniert und ich habe es für unmöglich gehalten, dass Conway sie erfunden hat. Dafür hat er viel zu sachlich und vernünftig gesprochen. Du bist also nach Tibet. Und was hast du an nachweisbaren Tatsachen gefunden? Herzlich wenig. Die Maschine, mit der Conway und seine Begleiter entführt wurden, ist am 20. Mai gestartet. Und am 5. Oktober wurde er in das Spital von Chungkyang eingeliefert. Und hat man von den anderen jemals etwas gehört? Von Barnard oder Bryant, wie er ja wohl richtig hieß? Oder von Melanson? Chalmers Bryant ist nie wieder aufgetaucht, soweit ich das feststellen konnte. Melanson gilt nach wie vor amtlich als vermisst. Und was vermutest du selbst? Der Rückmarsch muss voll entsetzlicher Strapazen gewesen sein. Ich vermute, dass Melanson ihn nicht überlebt hat. Hast du dich auch noch einmal in Chungkyang erkundigt, wie er dort ins Spital gekommen ist? Ja, und das war der einzige Ort, wo ich zumindest eine winzige Kleinigkeit erfahren konnte. Ich habe den Arzt gefunden, der Conway seinerzeit ins Krankenhaus aufgenommen hat. Er war sehr gehetzt und überlastet, weil eben eine Fieberepidemie wütete, aber er gab mir bereitwillig Auskunft, soweit er sich noch erinnerte. Conway sei von einer Chinesin gebracht worden, die selbst hochfieberte und wenige Tage danach starb. Und diese Chinesin, war sie jung? Genau das habe ich den Arzt auch gefragt. Und? Der Arzt sah mich verwundert an und sagte dann in dem abgehackten Englisch der gebildeten Chinesen, oh nein, mein Herr, sie war überaus alt, am höchsten alt von allen, die ich gesehen habe. Ob er wohl zurückgefunden hat in das Tal des Blauen Mondes und nach Shangri-La? Der verlorene Horizont, nach dem gleichnamigen Roman von James Hilton. Hörspielbearbeitung Helmut Swoboda, aus dem Englischen übersetzt von H.E. Holitschka. Es sprachen James Klaus Abramowski, Erzähler Wolf Euber, Rutherford Christian Marschall, Sanders Manfred Seipold, Conway Peter Leek, Melanson Christoph Lindert, Bernard Harry Kahlenberg, Miss Brinklow Renate Grosser, Chang Jos Siethoff, der hohe